Mein Name ist Robert Freitag, ich bin Programmbeauftragter für das Studienprogramm Deutsch-Französisches Recht. Die Universität Erlangen und die Universität Rennes haben seit dem Jahr 2007 ein gemeinsames binationales Studienprogramm Deutsch-Französisches Recht. Dieses Studienprogramm beinhaltet zusätzlich zum Staatsexamenstudium eine eineinhalbjährige Studienzeit in Frankreich, während derer die Studenten in Frankreich dort einen Bachelor- und einen Masterabschluss erwerben. Das Jurastudium bereitet die Studierenden auf die vielfältigen, zahlreichen juristischen Berufe vor, die man später ergreifen kann. Wie man vielleicht im Hintergrund schon sieht, betrifft das die Berufe, die im Bereich der Gerichte von Relevanz sind, das heißt Richterin bzw. Richter, Anwältin, Anwalt, Strafverteidiger, Staatsanwälte, aber es gibt noch zahlreiche weitere juristische Berufe, die man ergreifen kann, sei es als Unternehmensjurist oder Juristin, sei es in internationalen Organisationen, sei es auch später in der Presse oder in der freien Wirtschaft. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen deutsch-französisch ausgebildete Juristinnen und Juristen später tätig sein können. Um nur ein Beispiel zu geben, das etwas die Praxisrelevanz zeigen soll. Stellen Sie sich vor, Siemens bestellt bei einem französischen Geschäftskunden Turbinen für Windkrafträder. Da müssen Vertragsverhandlungen geführt und Verträge geschrieben werden. Da muss telefoniert werden, da muss gereist werden. Da wird umfassend ein komplizierter Vertrag verhandelt. Vielleicht wird er später auf Englisch gefasst werden, aber die Gespräche werden häufig dann auch auf Französisch stattfinden und jedenfalls wird man diese Geschäftsbeziehung sehr viel besser abwickeln können, wenn man auch aufgrund seiner Rechts- und Sprachkenntnisse in der jeweils anderen Sprache bzw. im anderen Recht dazu in der Lage ist, mit diesem sozusagen auf seinem Heimatterritorium zu kommunizieren. Ein solches Auslandsstudium wie dasjenige insbesondere in Frankreich ist auch aus rechtsvergleichender Perspektive besonders interessant. Wer einmal in einer ausländischen Rechtsordnung intensiv gearbeitet hat, entwickelt einen völlig anderen und tieferen und besseren Blick auch über das eigene deutsche Recht, weil er andere Zugangsweisen zu den Rechtsfragen und zu den Rechtsproblemen kennengelernt hat. Das heißt, rechtsvergleichend geschulte Studentinnen und Studenten sind im Zweifelsfall auch in ihrer Heimatrechtsordnung die besseren Juristen. Ich würde heutzutage jeder Studentin oder jedem Studenten nur dringend dazu anraten, während des Studiums oder spätestens danach eine längere Zeit im Ausland zu verbringen. Ein Auslandsstudium, gleich in welchem Land, fördert nicht nur die Sprachkompetenzen, sondern auch den Blick über den Tellerrand und auch die Persönlichkeitsentwicklung, gibt einem die Möglichkeit, später dann auch im Bereich der Berufsfindung aus der Menge der rein national orientierten Absolventinnen und Absolventen herauszustechen. Eine Besonderheit des deutsch-französischen Studienprogramms besteht darin, dass man nicht nur ein oder zwei Semester im Ausland studiert, sondern sich für eineinhalb Jahre, das heißt sehr vertieft, in einem ausländischen Rechts- und Kulturkreis bewegt und dadurch die Sprache und die lokale Rechtsordnung besonders vertieft lernt. Außerdem besteht die Besonderheit unseres Programmes darin, dass die Absolventinnen und Absolventen zwei französische Universitätsabschlüsse erwerben, einmal auf dem Niveau des Bachelors, sie erwerben eine französische Lizenz, wie auch auf dem Niveau des Master. Wer also unser Programm durchläuft, erhält sowohl die deutschen Abschlüsse, das heißt das deutsche juristische Staatsexamen, wie auch den höchsten französischen Universitätsabschluss, den sogenannten Master II der Universität Rennes. Das deutsch-französische Studienprogramm ist sicherlich besonders anspruchsvoll, weil man sich für diese eineinhalb Jahre und für die angebotenen Abschlüsse sehr intensiv mit dem französischen und europäischen Recht befassen muss. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die aber unsere Absolventinnen und Absolventen bisher sämtlich mit Bravour bewältigt haben. Die Partnerschaft zwischen der Universität Erlangen und der Universität Rennes ist eine sehr alte Partnerschaft. Sie geht zurück darauf, dass die Städte Erlangen und Rennes
schon seit langer Zeit als Partnerstädte miteinander verbunden sind. Rennes ist eine wunderschöne Stadt, es ist die Hauptstadt der Bretagne, eine mittelgroße Stadt, relativ nah am Meer gelegen, sehr lebendig, ähnlich wie Erlangen, eine sehr stark von jungen Menschen, von Studenten und Studentinnen geprägte Stadt, in der man nicht nur gut lernen, sondern auch sehr gut abends ein Bier trinken gehen kann, in der es einen hohen Freizeitwert gibt, in der ein enger Kontakt, ähnlich wie auch an der Universität Erlangen, zu den Professorinnen und Professoren besteht. Das heißt also ein insgesamt unglaublich lebenswerter Ort. Ich hoffe sehr, dass ich Sie durch diese kleine Einführung in unser Studienprogramm für das deutsch-französische Recht habe begeistern können. Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie in Erlangen und vielleicht nicht in diesem Gerichtssaal im nächsten Wintersemester begrüßen darf.